Oh. Das kann wieder zurück. Nee, das ist Neta-Quarz-Staub, den will ich behalten. Das Ei kann zurück. Das kann zurück. Das kann da rein. Das brauche ich alles nicht. Die Erde kann da rein. Das Holz kann da rein. So, und ein Glas reicht. Was brauche ich noch? Hä, warum zeigt ihr mir das immer nicht an? Die Platten. Die Platten. So, und da kann man nämlich jetzt so, jetzt sehen wir sie hier. Ich brauche den Siliziumdruck und ich brauche den. Gold haben wir und die Silikon machen wir aus Sand. Ich guck nochmal, haben wir noch Sand hier drin? Den nehmen wir auch mal mit raus. Und dann kann der Strom aus. Eigentlich müssten wir alles haben und sollten uns noch, ja, hoffentlich bis zu 2 Platten machen können. Kohle brauchen wir jetzt auch nicht. Wobei ich glaube, ich hätte zur Not auch noch gehabt. Ich komme ja nicht rein. Ich komme in die Tasche gerade nicht rein. Das ist, wie gesagt, leider ein Bug. Mein Bug, dein Bug, unser Bug. Oder es ist der Buckingham Palace. Nee, so war das nicht. Und Gold. Da machen wir mal 3 Stück. Wir machen mal 3 Stück. Ich weiß nicht, ob wir 3 Festplatten am Ende hinbekommen. Wir machen trotzdem mal 3. Ups, einen noch. Sehr schön. Also prinzipiell ist nicht schwer, wie man sieht. Es ist nur der Anfang. Es ist nur der Anfang und ich weiß, der ist wirklich schlimm. So, das haben wir doch auch. Sehr schön. Und das unten hört auch gleich auf. Ne, falls das Geräusch nervt, es ist gleich vorbei. So, sehr schön. Dann dürfen wir nämlich den einmal da, einmal. Das ist jetzt ein bisschen nervig wieder, aber hey, wir müssen da halt durch. So, alle hopp. Ach, die Minecraft-Musik, sie ist noch die beste. Vielleicht sollte ich die öfter spielen lassen. Das geht natürlich auch. Nee, ich kann ja noch einen dritten machen. Hätte ich jetzt auch noch drin lassen können, habe ich übersehen. Entschuldigung, mein Fehler. Ist ja nichts passiert. So, und jetzt können wir das schon mehr oder weniger fast auswendig machen. So, und das wiederum heißt, wir können das machen. Rein theoretisch gesehen 3 Stück. Jawohl. Das wiederum heißt, wir können eigentlich... Was fehlt mir hier? Warum habe ich die Maus so? Okay. Scheint wieder alles okay zu sein. Ich weiß es gerade nicht. So. Eisen fehlt mir. Ich habe kein Eisen hier. Ich glaube es ja nicht. Okay, wir müssen da nochmal ran. Ich weiß nicht, warum ich nicht an den Rucksack komme. Wenn ich den Server neu starte, geht das. Aber Eisen haben wir ja auch mehr als genug. Achso, einmal Kohle kann ich hier noch rausnehmen. Solange das Ding noch geht. So. Aha. Ach, das Glas, das fehlt. Okay. Jawohl. Wir kriegen 3 hin. Wunderbar. Und damit ist der voll. Wir können da noch mehr anschließen. Arberababer. Und das ist ja fast die wichtigere Nachricht. Wir können das Lager jetzt komplett da reinkloppen. Wir kriegen das komplette Lager da rein. Zumindest bin ich da ganz zuversichtlich. Aber das schauen wir mal. Ich würde sagen, wir schließen es an. Es kann jetzt Strom verbrauchen, es ist egal. Wo ist das Rohr hin? Da. Das Kabel. Ich sage immer Rohr, es ist ein Kabel. So, den schließen wir an und dann geht hier alles wieder zurück. Und wie gesagt, dann holen wir den ganzen anderen Kram. Das Bett tun wir auch mal rein, ist egal. So. Und so.
Der erste Schwung geht da wieder rein. Und falls wir doch nicht das ganze Lager reinkriegen, ist das jetzt auch nicht schlimm. So. Wir gucken mal. De facto wird es aber einen Großteil reinschaffen. Und wir werden mal gucken. Es geht ja auch noch ein ganz großer Teil rüber dann zu den Lager von Philipp und mir. Das war meine Tinker. Ist die ganz unten? Bitte lass die neuen Sachen unten sein. Jawohl. So. Ja, weiter geht's. Hier muss man es halt so machen. Wir kloppen jetzt alles ab. Es ist egal. Es geht alles raus. Alles, was keine Miete zahlt. Wir müssen es ja eh alles wegbringen. Wobei, die Hölzer will ich ehrlich gesagt lassen. Ich bin noch nicht so sicher, ob ich die auch weghaben will. Die lassen wir erstmal. Wir machen erstmal hier weiter. Da haben wir dann auch genug mit zu tun. So. Dann geht das hier alles rein. Das sieht doch gut aus. Das sieht sehr gut aus. Ja, die Frames sind natürlich wieder ein bisschen runter, weil hier wieder alles rumfliegt. Ist ja klar. Den lassen wir da mal. Ja, es ist natürlich jetzt ein bisschen dunkel hier geworden. Ich müsste das nochmal ausfackeln. Und wie gesagt, die Steine und so, das können Philipp und ich dann zusammen benutzen, weil, ja, das brauche ich nicht zwangsläufig bei mir nur im Lager. Warum soll er da nicht auch ran dürfen? Das ist doch Schwachsinn, wenn er da was Schönes bauen will und braucht da irgendwelche besonderen Steine oder Hölzer, dann soll er auch das nutzen können. Ja, das sieht doch gut aus. Das unten, also diese Hölzer hier an der Seite würde ich wirklich gerne lassen, weil man sie sieht. Ich bin ohne... Nein, komm, wir nehmen die weg. Es ist egal, komm. Wir hauen da jetzt alles rein, was geht. So. Nur so kriegen wir Ordnung. Okay. Ja, das wird hier noch so ein Problem werden mit den Räumen. Die müssten wir vielleicht... ich weiß noch nicht so ganz, was ich mit dem mache. Bestünde die Möglichkeit, die ja auch zu schließen dann. So, ich klopp das mal alles hier ab. Wir kriegen jetzt nicht alles mit, das ist mir klar, aber ich will es weg haben. Und es wird ein bisschen dunkel, aber auch das ist natürlich kein Problem. Ich kann ja gleich mal ein paar Fackeln aufstellen. Und wir hören die Höhle übrigens wieder unter dem Haus. So, und dann bringen wir es immer wieder runter. Wir müssen ein bisschen aufpassen, das Ding frisst natürlich Strom in der Zeit, wo wir da rumgammeln oben. Wobei wir natürlich genau genommen nicht gammeln, sondern... alles vorbereiten und abholzen. Okay, irgendein Skelett stirbt da. Da habe ich kein Problem mit. So, wir müssen mal gucken. Es sieht noch gut aus. Das sieht noch gut aus. Also wir kriegen da wirklich alles rein. Ohne Wenn und Aber. Aua, aber ich wollte die Sachen haben.
Ja, was mache ich mit den Sachen unten? Das weiß ich noch nicht. Die unten wären natürlich jetzt die nächsten, die dran sind. Aber bevor wir da eine Entscheidung fällen, wir brauchen Kohle, Kohle, Kohle. Das ist klar. Die braucht man mehr wie irgendwie alles andere. Ja, würde ich sagen, das sieht doch gut aus. Das sieht gut aus. Wie gesagt, den Computer müsst ihr mal mit einer Windmühle oder so machen. Das wäre gar nicht so schlecht. Und dann kommen die Sachen da auch noch rein. Und dann sollte das hier noch flüssiger laufen, hoffentlich. Boah, sieht das aus. Krass, ne? Was wir hier mal ausgehoben haben, meine Güte. Ich weiß noch nicht so ganz, was hier halt herkommen soll. Das könnten wir eigentlich auch, aber die ganze Erde, boah, die wird mich. Komm her, was weg ist, ist weg. Was weg ist, ist weg. Alleine für die Erde, wenn wir 26 Mal laufen. Aber was weg ist, ist weg. Das kann man sagen. Kohle haben wir ja genügend. So, dann hauen wir die ganze Erde da mal rein. Für die wäre dann wieder sinnvoll, große Speicherkarten zu haben. Da sehen wir, es ist was rot geworden. Voll, da war die Erde drin. Da wäre es halt sinnvoll, wenn wir eine große Speicherkarte hätten. Da passt natürlich mehr von ein Artikel drauf. Beziehungsweise ein Typ wird es ja hier genannt. Das war's. Zack, einmal hin und voll. Das ist schon krass. Aber ich will es wirklich hinter mir haben. Ich will es hinter mir haben und wir werden noch das ein oder andere Regalchen brauchen, auf jeden Fall, aber wir sollten uns hier auch nicht verrückt machen. Zwei Kohle behalten wir mal wieder. Ja, wir sehen auch da, füllen sich die Festplatten jetzt schon. Also, das ist schon ein bisschen intensiver. Boah, es ruckelt jetzt natürlich. 12 Bilder pro Sekunde. Boah. Aber klar, das liegt natürlich auch an diesen ganzen Artikeln da. Also an den ganzen Objekten. Das ist ja das richtige Wort, was ich suche. Objekte. So. Ich weiß nicht, ob das da wirklich alles reinpasst am Ende. Ich bin noch ein bisschen unentschlossen. Ja, es wird immer mehr gelb auf jeden Fall. Definitiv wird immer mehr gelb und wir müssen jetzt ein bisschen hoffen. Wir müssten uns einen zweiten Server wahrscheinlich bauen. Ich nenne es mal Server. Das heißt, glaube ich, Controller oder keine Ahnung wie, aber ich nenne es mal Server. Und wir müssen ein bisschen aufpassen, die Erde könnte auch bald wegploppen. Das heißt, da ist auch Eile geboten, dass wir das jetzt schnellstmöglichst alles reinkriegen. Ich würde ungern auch auf die Erde, verzichten. Darum baue ich sie mir hier hin. Das ist unglaublich, was da an Erde liegt. Ah, jetzt haben wir die nächste rote schon. Also wir sehen, für solche Sachen wie die Erde und so brauchen wir definitiv größere Speicherzellen. So, und dann geht's hier wieder hin. Ist, glaube ich, der schnellste Weg. Alter Falter, Erde über Erde. Ja, zwei Slots sind nur noch grün. Das ist schon was. So, nächstes Mal sollten wir es dann endlich haben. Meine Güte, das war aber auch eine schwere Geburt. Boah, wir könnten da ja nochmal Kohle reinhämmern. Wie gesagt, da braucht man eine Alternative für. Keine Alternative für Deutschland, sondern eine Alternative für unser Speichersystem. Boah, jetzt sehen wir es da. Jetzt geht es hier krass zur Sache.
So, dann machen wir die auch noch weg. Oh Gott. Oh Gott. Wir sollten Step by Step machen. 11 Bilder, 10 Bilder pro Sekunde. Das läuft. Wir haben scheinbar auch eine Menge Sand. Ich weiß noch nicht so ganz, wie ich das dann zu unser Gemeinschaftshäuschen hinkriegen soll, weil, ja, ich bin mir sicher, wir werden einen Weg finden, aber das wird spannend, diesen Weg zu beschreiten. Pardon. Boah, jetzt sind die Frames aber richtig runter hier. Ich glaube, da liegt noch mehr Sand als Erde da war. Das wäre natürlich echt krass. Neun Bilder. 9,75 Bilder pro Sekunde. Das war gerade der Tiefstwert, den wir hatten. 9,64 sogar. 68, Entschuldigung. 9,68 Bilder. 9,68. Das ist ja gar nichts. Das ist ja Standbild. Ja, ich weiß nicht. Ich hoffe, wir kriegen da alles rein. Sonst müssen wir wieder das alte System machen, dass wir da halt irgendwo was einlagern. Aber es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Alles wird auch rot. Das heißt, wir brauchen dringend größere Festplatten. Ja, wir kommen nach oben. 9,38. 9,38, neuer Minusrekord hier. Boah, das ist ja, tut mir leid, ne? Aber das ist Life in the Woods. Das ist einfach so. Und wenn wir jetzt in den letzten Folgen, beziehungsweise in dieser Aufnahme-Session, das sind jetzt ja schon mehrere Folgen, nicht so viel gemacht. Das heißt, da werden wir definitiv noch Reisen jetzt angehen können und müssen mal gucken, was uns fehlt. Ja, voll ist es. Voll ist es. Es geht nichts mehr. Es geht nichts mehr. Die Festplatten sind voll. Jetzt fangen die Probleme von vorne an. Nee, dann... Nee. Komm, dann machen wir den aus. Das muss man sich mal überlegen. Unglaublich. Unglaublich. So, wir gehen mal nach oben und gucken mal, was wir noch mitnehmen können. Alles. Sehr gut. Auch das ist sehr gut. Wir müssen ja immer zwischenlagern. Wir werden da irgendwann nochmal neue Festplatten machen, das ist klar. Aber das ist jetzt nicht jetzt die Aufgabe. Das werden wir später mal irgendwann machen. Wow. Ja, unser System. Ihr könnt gerne mal schreiben, wie ihr das findet. Ich finde es mega cool. Es ist ein bisschen anstrengend, das zu füllen und zu bauen. Aber prinzipiell sehr geil zu haben. Ich glaube, das ist die richtige Wortwahl. Wie gesagt, wir suchen noch einen Namen für das Pferd. Also bitte da nochmal für dieses kleine Pferdchen bitte einen Namen posten. Ich wäre da sehr verbunden. Und dann gucke ich mal, wenn er mir gefällt, nehme ich ihn an. Und ansonsten lasse ich mir jetzt selber was einfallen. Gut, oh, jetzt bin ich aber auch ein bisschen kaputt. Das ist ja Wahnsinn. Ich habe ja nicht nur die 2 Stunden oder anderthalb, nein, jetzt 1,75 Stunden aufgenommen, sondern war natürlich auch anderweitig schon beschäftigt und bin jetzt mega kaputt. Ich danke fürs Zuschauen und würde mich über einen Daumen hoch freuen. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es heißt Minecraft Live in the Woods oder diverse andere Spiele auf dem Kanal. Abonniert doch einfach den Kanal, dann habt ihr den Überblick. Danke fürs Zuschauen und ciao.